In der letzten Folge hat es geknallt. Wir wurden nach nur 3 Stunden auf diesem Server aus unserer Lava Cave of Island vertrieben von den Dritten auf dem Leaderboard, die damit Stegos angerückt sind, die einfach 84 Punkte in HP hatten und unsere Defense damit halt nichtig gemacht haben. Wir konnten uns aber ein Kit von ihnen krallen und das war dermaßen fett, dass da, um ehrlich zu sein, mehr drin war als in unserer ganzen Base. Ja, ich kann mal. Ja, geil, als ob er die Tames hatte. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch die letzte Folge unbedingt an. Ach, und ich's vergesse. Jeder, der denkt, dass Lisa doof ist, der lässt einen Daumen nach oben da. Damit wäre wohl alles gesagt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Es ist Tag Nummer 2. 2. Und wir stehen noch. Ich freue mich mega. So, als erstes gucken wir mal, wie viel wir... Oh yes. Okay, das ist schon mal geil. Willst du mal sehen? Guck mal, was haben wir noch nie gebaut. Guck mal, wo wir bauen. Aber da ist doch übelst aggressiv alles, oder? In der Base drin nicht, da bist du ja am Schaden. Ich muss mich nur wieder hinboxen. Ja, wenn du nicht... Gehst du hoch. Ja, wenn ich runterboxe so. Wie jetzt, dann fliege ich hoch. Oh, zu hoch! Aber ist geil, oder? Sie sieht schon cool aus. Mega geil, ja. Und wenn er schon so fasziniert von Ark ist, wie fasziniert würde er dann erst sein, wenn ich ihm zeige, wie ich mein Mikrofon hoch und runter bewegen kann? Oder keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Aber egal, jetzt geht's erstmal Charcoal farmen. Und ich wollte unbedingt diesen hohen Baum abbauen und habe ihn einfach nicht bekommen, Mann. Das hat mich echt frustriert. Voll und heim. Mal gucken, wie viel das jetzt waren. Ja, dann als erstes mal diese ganze Kohle da rein. Nur wohin? Der Platz ist jetzt nicht so optimal. Eigentlich kann der ja komplett weg. Und nach dem Farmen ist vor dem Base aufräumen. Ich zeige das diese Season mal ganz bewusst, zumindest jetzt am Anfang. Am Ende gibt es da nur noch Raids, ihr kennt's ja. Aber damit ihr nicht denkt, die Base räumt sich von selbst auf oder ich mache das nicht, ich zeige das nur ganz oft nicht. Aber hier habe ich mal alle möglichen Dedis aufgestellt und versucht, den ganzen Stuff in der Base ein bisschen zu sortieren. Ich immer wieder Tames holen und hier ist einfach ein Try-Gable. Gutes. Guckt euch das an. 30 Pre-Tame, der kann was werden. Erstmal der. Alter, okay, der ist weg. Ja, noch so ein Mistvieh mal an. Hier geht's aber auch wieder ab jetzt, ey. Ohne Mist. Weg. Komm, leg dich hin. Liegt. Nein! Weg da! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm bitte, jetzt einfach übel schnell fertig. Oh Scheiße. Hauptsache weg. Komm mit, komm mit. Effektivität ist schon nur noch bei 83%. Was hat ihn denn gehittet, Mann? Ich war doch... Was? Ich hab doch übelst aufgepasst. Mann. Ich finde ewig keinen. Und dann das. Er ist auf 36 hochgegangen. Man möchte weinen. Und nachdem ich 36,54 Liter geweint habe, habe ich mir einen anderen Trike gesucht. Diesmal sogar mit 33 HP Pre-Tame. Und den gelegt. 48. 48, yes, 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 48. Wow, geil, 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 du bist es, ey. Und damit steht auch unsere Trike-Breed-Line und wir können endlich loslegen. Willst du hier bleiben? Das ganze Viehzeug und insbesondere unsere Schweine braucht aber richtig viel Fressen und dafür holen wir Nachschub im Sumpf. Ja, es lohnt auf jeden Fall. Was schon Cheaten auch immer wieder ein- und ausmachen, ne? Mhm. So, ich hab die gestartet. Da hast du gerade schon gebissen, kann das sein? Ja. Es kam gerade so viel. Und wenn du eine Runde gemacht hast, mach ich wieder an. Canceln. So, kannst du das... Warte, ich tue das als die Mantis rein, weil die kann man mitporten, die passt da rein.
So geht Farmen mit Isa. Farmen, Tamen und Breeden ist abgeschlossen. Was brauchen wir noch? Natürlich Zusatzlevel. Und dafür machen wir den Rockwell-Boss. Aber komplett ohne irgendwelche Suppen und Tech-Anzüge, nur mit Exo. Das wird risky. Ob schon Fuß gefahren, ob Marcel schießt. Achso. Ja. Ne, er starrt sie zu Tode. Also ich möchte mal so ansprechen, mich hat gerade der Truck erwischt. Ich will gar nicht wissen, wann du wie stöhnst. Bitte. Boah, ja, mich hat's übelst erwischt, gerade auch. Weiß ich nicht. Also mit Exo habe ich es halt noch nie gemacht, ich habe sonst immer Tech angehabt. Ich war tot. Ich war tot. Die Kugeln abknallen. Ja, jetzt, ja. So, ganz hoch, Pascal. Dabei. Denn diese Kugeln. Folgen euch da auch so viele ständig? Ja? Alter, ich hab nur mit den Kugeln zu tun. Marcel schießt sie mal ab. Ich muss nicht machen. Voll gut. Alter. Und wie kann man denn labern? Was ist denn nur mit ihm? Jetzt kommen sie wieder, die 8000 Kugeln. Aber auch die Kugeln von da drüben, ich mir das angucke, die kommen ja rüber zu uns, Alter. Ja, das machen wir mit Absicht entschuldigen. Ja, ich schicke die Kugeln, sie geht darüber zu Isar Gaming. Ja, ich sehe auch, wo bei euch die Kugeln fliegen. Die fliegen ja auch einfach weg. Bei uns kommen die auf uns zu, die fliegen in mein Gesicht. Aber nur die pinken. Ach ne, die gelben, die weißen auch. Ja, alles. Oh, viele. Ja, guck dir das mal an. Ich helfe euch mal. Alter, ich sag doch, das ist furchtbar. Guck dir das mal an. Das ist, weil wir bestimmt den letzten Arm haben. Guck dir das mal an, wo die Kugeln hinkommen, alle. Alle zu mir. Die sind alle losgeflogen zu mir. Ja. Jeder einzelne, Mann. Ach so. Oh mein Gott. Gerade so nachgeladen. Ich hab kein Problem. Ich hab hier. Ich hab Rockwell gekillt. Aber seht ihr, Suppen, alles drauf geschissen. Mit einem Tech-Suit geht alles. Oder mit einem Exo für die Harten. Also Marcel Offi mit Exo-Suit. Let's go. So, alle sind weg. Isa ist wieder ganz alleine. Und was macht Isa, wenn sie alleine ist? Sie ist fleißig und baut Defense. Und deswegen baue ich jetzt hier überall solche kleinen Mini-Tower-Teile, die im Endeffekt verhindern sollen, dass da jemand kommt. Hallo. Alter. So ein Lunar bauen ist schon anstrengend. Es ist aussieht wie so ein Mad-Eagle. Nur statt Stacheln sind es alles Turrets. Mal gucken, habe ich jetzt überall gleichmäßig verteilt? Das ist schon geil, oder? Wie ein Stachelschwein. Und hier noch irgendwo? Da wäre noch einer gut. Der Kante da. Geht er da ran? Jo, geht er. Geil. Ob da Cliffs rangehen? Hier. Und die Seite glaube ich nicht irgendwie. So ganz unten dran wäre auch noch schick. Ich bin weitergekommen mit meinem Mad Eagle hier. Und zwar haben wir auf unserem Mad Eagle obendrauf, sowie die Salzkörnchen, einfach nochmal ganz viele Fabrikatoren gestellt, dass wir hier mal endlich vorankommen mit den Bullets. So sieht jetzt mein Mad Eagle aus. Freshy Deshi mäßig, wie man es nicht anders kennt. Fett, fett, fett. Ja, geil. Also von allen Asteroiden, die ich gesehen habe, finde ich es unsere am besten bebaut. Ey, raid das mal. Ich meine, du kannst halt über die OP-Viecher oben drauf schmeißen. Und hoffen, dass du halt nicht so viel Bullets hast, ja. Aber tut schon weh. Also ich hoffe, keiner wirft mir Mega Shellon drauf. Ja, die ist gestellt. Yes! Ja. Nicht schon wieder, vor allen Dingen. Zum Breeden war in unserer Base halt absolut kein Platz und deswegen haben wir uns kurz eine Lunar Cave gesnackt, die geklärt und alle unsere Tames da drin rausgepackt und breeden lassen. Das war eigentlich ziemlich risky. Genau, stell mal die Turrets auf. Ja. Die hat halt zwei Eingänge, deswegen, wir nehmen die halt wirklich nur zum Breeden. Okay, ich hau mal alles raus. Weibchen dazu. Was
haben wir jetzt noch? Die Mantis. Eigentlich sind die Trikes das Wichtigste. Fondi ist weg. Stegos haben auch. Genau, die Giga ist noch. Du hast gesehen, du hast noch eine Foundy gesehen. Warte mal. Hier ist eine Dedi, hier ist ein TP und eine Dedi. Da hier farmen die Shards. Das ist eine Dedi für Shards. Jetzt müsstest du überweit hinter können, oder? Weil wenn du den Gen auf die Seite stellen kannst, wäre das schon günstiger. Ich porte ebenfalls erstmal mit den ganzen Eiern und allem. Ach, kann ich jetzt nicht. Jetzt habe ich einen PvP-Cooldown. Volle Pulle vor Marino! Ah ja, da ist deine Abwehr. Boah, geil. Oh Gott, die Kacke das! Aha, die fliegt! Oh Gott, nein. Ach, du hast einen Check-Rug, okay. Ja, aber die kam mir einfach gerade übelst entgegen. Ich kann es halt alles tragen. Ich bringe ihn jetzt einmal kurz nach Hause, damit er in der Kapsel voll wird, weißt du? Weil er ist halt übel los. Um diese ganzen Materialien zu verarbeiten, haben wir noch eine ganze Line an Campbenches gebaut und das einzeln befüllt. Mittlerweile gibt es eine Mod bei Take Force, die ist aber neu und die kannten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen machen wir das alles hier per Hand, fragt nicht. Währenddessen hat QB diese OP-Stegos von den Typen, die uns geratet haben, geklont. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie weit es schon hier geklont ist. Stegos ausklonen. Und das war ja nicht das Einzige, was sie uns geschenkt haben, sondern auch ein paar Astro-Delphisse und die sind richtig geil. Die haben den auf 52 HP, den Astro. Der ist nicht einmal mutiert. Und jetzt mal ehrlich, wie fängt man denn 52 HP Astros? Soll ich ihn womöglich nicht umbringen? Komm, hochklonen. Wir klonen alles. Jo, also das hier ist halt immer noch genauso bebaut, wie als wir das gesehen haben. Das ist halt echt nicht viel, ne? Und vor allen Dingen haben die direkt daneben noch einen Felsen. Da kannst du dich sogar draufstellen und soaken, Alter. Wenn du auf Base hier bist. Warum ist denn hier? Warum sind denn die Turrets aus? Ich guck da mal rein in diesen Kasten, mal gucken, was da drin ist, ob da was drin ist. Ich meine, die haben das ganze Ding mit Metal gelayert und dann einen Steinkasten mit zwei Normals drauf. Gehen wir mal. Warum? Da war ein Gen drin und der ist ausgegangen und deswegen sind die Turrets aus. Mal gucken, ob die Bullets drin haben. 200 Schuss, das sind die Beginner-Turrets. Da siehst du, die haben nicht einmal geschossen. Hab ich den Transi noch weghauen? Ach ja, komm, vielleicht ist da was drin. Wie viel HP hat dein Astro, Lisa? Ist auch so dumm, dass sie einen Felsen oben drüber haben und den nicht sichern. TP steht. Ich nenne den Raid. Hast du den anderen aufgehoben? Natürlich. Sehr fein. Ich bin hier und gucke, ob sich da irgendwas bewegt. Also er wird es sicherlich nicht massenweise zu holen zu geben, ne? Aber ich weiß nicht, ich will so ein Ding auch einfach mal raiden, wisst ihr? Ich will es mal probieren, ich habe es nämlich noch nie gemacht. Also da ist auf jeden Fall ein Repli und ein Haus. Okay, das Einzige, was uns noch fehlt, sind wirklich Hände. Hände? Das haben wir alle. Die Piste, das wirfst du da weg? Ist das Müll oder sind es ja, Teile? Müll. Also wir sollten dann auch noch Dings holen. Oh. Leder wieder. Leder, okay. Ich würde gerne ein paar Schafe einfach zähmen, das wäre das Günstigste. Na, einfach die Schafe immer schlachten. Weil stell dir mal vor, wir nehmen den da unten noch, Blacky. Der ist so schön flach, könnte man über den geilen Kasten draufstellen. Breed Base und hier oben deffen wir natürlich, machen wir es nicht wie die. Hätten wir zwei super Basen. Die Base ist in den Top 10 der kurzen Basen, die wir hier hatten. Was war die geilste Base, die ich geilste Base. Danke für diese Frage. Hier die Top 3 der kurzen Basen, in der ich je gebaut habe. Wobei es eigentlich nur zwei sind und eine ist die dümmste, in der ich je gebaut habe. Die allergeilste kann ich gar nicht sagen. Ich fand die super cool, die wir auf Tech Force hatten, da am Sumpf.
Und welche ich aber auch richtig geil fand, ist die, die wir in der ersten Take Force Season hatten auf dem Bockpillar. Die hat diesen Diplos Stand gehalten, den 250 Punkten Diplos. Die war schon super geil. Also ich liebe so Pillar-Basen, sowas wie Shadow Cave, klar ist es cool, da hat man eine schöne, aber da ist es so dunkel, da ist dann das Erdbeben, das nervt mich irgendwie alles. Weißt du, was die dümmste Base ist, die ich je gebaut habe? Die allerblödeste? Auch mit Underdog, auf Loyalty, an Extinction, an diesem Rand da dran. Ach so, wo wir davon ausgegangen sind, dass es immer außer Ränder ist, weil wer soll denn da lang fliegen? Das war einfach ein Hochhaus, da hat ein Paracer genau vorne und hinten reingepasst. So eng war die. Dafür war die 20 Stockwerke hoch. Welche von den Basen findet ihr eigentlich am coolsten? Schreibt sie mal in die Kommentare. Und habt ihr die ganzen Staffeln eigentlich gesehen? Das würde mich echt mal interessieren. Der Stego. Das ist ein normaler, den die uns da rein donated haben. Das ist nicht mal ein Tech-Stego. Der ist auch noch pink. Aber nur der eine. Der andere ist Ding gewesen. Was ist denn das? Ist das ein Turret? Warte mal, warum hat dich da gerade ein Ding erwischt? Weiß ich nicht. Lass mich mal dahin. Das war ein Heavy. Okay. Ja! Leute, brauche ich eine Wand. Ja, deswegen, es muss so eine Kante werden. Okay. No. Okay, also es ist, wie ich gesagt habe, ich komme, also ich sitte das, es ist einfach viel zu weit nach unten, die Neigung. Ich muss viel weiter hoch. Warte. Also vom Leben. Hast du noch mehr Scenix? Ja, ich hab's auch noch. Super. Boah, jetzt sehe ich nichts mehr. Willst du was sehen? Nee. Du musst nur tanken. Was ist das? Ist zu weit weg. Ja, also der Rex hält es schon aus. Aber seht ihr das? Ich bin genau drauf. Ist noch zu weit weg. Kriegst du da noch eine Sealing-Reihe ran? Kein Foundation-Support mehr. Ja, aber sind die Heavys schon leer oder warum schießen die nicht mehr? Es wirkt fast so. Als ob die schon leer sind, ja. Auf mich schießen Heavys. Ja, guck mal, hier hingeht, es sind Heavys. Ja, von rechts. Das rechte Heavy, wo man Headshot. Das heißt, hier oben in Stego könnte das zweite Heavy soaken. Ja, gut, das kannst du mit dem Rex soaken. Ja. Ich komme halt nicht dran. Deswegen, wenn wir Pillern, weiß ich nicht. Es kann ja nicht viel sein, wenn die uns treffen. Eigentlich, ne? Ja, ich habe eben schon drauf. Alles gut. Ich meinte nicht dich. Ja, war schon richtig. Oh, der ist auch pink. Ja, die haben mehr Leben wie die Tech-Viecher. Der Pascal ist zu fett, Mann. Mit Stego kommt da nicht drüber gelaufen. Pascal war der Specki. Ich verstehe halt nicht genau, warum, wenn ich auf dem Rex bin, das Heavy nur schießt und wenn ich unten, wenn ich auf dem Stego ranlaufe, schießt das Tech-Turret. Was ist denn? Du hast gerade, dein Schwanz hat mich gerade rumgezogen. Achso. Im Training, alles gut. Ich würde behaupten, dass das vielleicht ohne Player steht. Und dass du deswegen beim Rex... Oh! Weiter. So. Nee. Ich hab eine Cryo-Gun einstecken, aber ich hab... Warte mal. Jetzt schießt aber, glaube ich. Wer schießt das? Jetzt. Check. Schießt nicht, das Heavy. Ja, jetzt schießt das Tech. Das ist richtig. Vielleicht ist das Heavy jetzt wirklich leer. Jetzt schießt das. Ne, das ist das hintere. Das ist nicht das, was vor uns auf dem Rex geschossen hat. Oh, es kriegt mich nicht richtig weggekickt, weil ich an dem Felsen hänge. Ja, wir müssen halt jetzt. Ich kann dich da unten nicht einbauen. Ne, wir brauchen halt die Pillar. Ich falle eigentlich immer runter, aber der Vorteil ist, es schießt mich halt wieder hoch. Ach du Sau. Das gab einen Hit aufs Heavy. Ich hab's gesehen. Leck. Ist kaputt. Mit einem Skiff fliegen wir halt nicht durch die Gegend, ne? Wenn wir die an Skiff ranhängen, dann bleiben die gerade. Das Skiff bewegt sich nicht. Bin ein bisschen neidisch auf Pascal, der einfach so schön steht. Ich fliege hier so durch die Gegend. Das ist hinten zusammengebrochen. Ja. Aber jetzt Pascal hat zu viel Tank. Nee, das kriegt einfach das Tech-Turrets. Tech-Turrets, ja. Du willst jetzt wohin weiter? Also, genau wo was abgebrochen war? Wollt es dort nochmal runterziehen, sodass wir jetzt, wo Pascal mit dem was Arsch ist steht, denn jetzt? Die Turrets sind alle aus! Oh mein Gott! Die Turrets sind alle aus! Jalla, rüber mit C4. Jo, ich hole. Ist der Jen ausgegangen oder was? Ach so. Möglich.
Ich habe erst gedacht, das wäre ein Leck. Nee, offensichtlich nicht. Als ob mitten im Raid das ausgeht. So, ganz schnell den Jen ausmachen. Der ist hier drunter, unter den da. Da drauf. Ja. Bullets kriegen wir auf jeden Fall. Jetzt stimmt. Als ob. Ich habe erst gedacht, was ist denn das? Als ich brauche erst gedacht, ob es ein Leck ist nicht, oder. Ja. Nee. Achtung, Bedweg. Komm, ja, ich sag bitte! Alles gut! Letztes Mal bin ich. Ich hab. Also, wenn ich bereit bin, was wegzumachen, ne, dann schieße ich da einfach drauf und kann nicht durch. Finde ich gut. Ich hab die Hose einfach, hat's erwischt. Ich hab einfach so lange in so Big Tribes gespielt. Wow. Danach meine ich. Nix. Alles ist leer. No. Marcel, wo bleibst du? Ich muss sonst immer kaputt machen. Achso, da ist der Mech. Ich glaube, der Mech, den du gerade kannst. Ist deine überhaupt ist gelevelt? Marcel, du musst sie leveln. Viel zu wenig Damage. Ich hatte schon. Boah, denk auch an den Wait. Für noch mehr Damage kann ich sogar noch mal Cryon und rauswerfen, Herrsch Imprint. Oh, Blueprint. Echt? Ist da echt einer drin gewesen? Da ist ein Blueprint drin. Also ein Flak-Defi ist drin, aber das ist scheiße. Als ob da echt was drin ist, Mann. Na, ich nehme die einfach mal alle. Mhm. Die war da jetzt nicht drin. Im Fabrik, der Werkbank war ein Kabel. Das stimmt. Oh Gott. Die hat noch Isa ist runtergefallen. Ja. Alter, nein! Nein, die Ardro. Oh Gott, die fällt auch viel schneller als ich. Ich habe meine Ardro wieder aufgelesen. Ich bin wieder da. Hallo. Baby. Aber Hauptsache, Ding war voll, ne? Tech Truth. Ja, ja. Die sind immer voll. Das ist die Regel hier. Ja, sieht gut aus. Ja, ist clear. So, alle schlafen gehen, abends Bettchen, morgen wird früh aufgestanden. Ist gut, gute Nacht. Ne, gut wäre es, wenn wir hier einen festen Dingens stellen würden und bei uns auch einen großen TP. Vibe of Sierra wird gefährlich auf dem Server. Sag's, wie es ist. Bei dem Namen muss es ja. Ja, Raid würde ich das Ganze jetzt erstmal nicht nennen, aber beim nächsten Mal verspreche ich euch, dann steigern wir uns mit einer richtigen Base. Danke an alle Kanalmitglieder und euch einen schönen Tag noch. Tschüssi!